So, die alte Stimmgabel geölt, hier ein bisschen Wasser nachgegossen. Hier sind die beiden engelsgleichen Stimmen von Dirk und Klaus mit unserem Podcast für Nüsse. Selbst das haben wir nicht synchron gekriegt. Für Nüsse. Ja, herzlich willkommen. Sehr schön. Endlich mal wieder hier zu sein. Hat ja auch schon wieder eine ganze Woche gedauert. Ja, irgendwann müssen wir eine Folge auf Reserve aufnehmen. Falls wir beide nicht zugegen sind. Vielleicht ist das die Reservefolge und wir wollen euch nur täuschen. Aber wir werden eine Schlagzeile von heute vorlesen. Nämlich, was ist heute passiert in der Welt? Was? Was ist heute passiert? In der Welt. Von der Leyen will mehr Geld und Scholz gibt's nicht. Das habe ich mitgekriegt. Ich habe mitbekommen, dass Trumps Anwalt Ty Cobb entlassen wurde, der mit dem lustigen Schnurrbart. Wie, ich dachte, Trump hätte nur einen Anwalt. Nee, der Trump hat Trump ist ein neuer Anwalt. Und einer, aber hat er nicht, seinen Arzt auch entlassen oder war noch nicht irgendwas? Nee, der Arzt, das Büro des Arztes wurde von Trump-Mitarbeitern mehr oder weniger überfallen. Die haben Trumps Krankenakte mitgenommen, weil der Arzt in einem Interview gesagt hat, dass Donald Trump ein Medikament nimmt, das Haarwachstum stimuliert. Ja, ja. Genau. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei Donald Trump. Ich dachte, diese natürliche Grazie auf seinem Kopf, das waren einfach nur die Fledermäuse, die sich da zur Mistzeit... Hat er nicht auch erzählt, dass Trump ihn diktiert hat, wie das Urteil ausfallen soll? Genau. Also auch Wort für Wort? Ja, genau. Er ist der gesündeste Mann, der jemals das Amt eines Präsidenten überhaupt antreten könnte. Sehr schön. Der Mann mit dem dicken Hintern jenseits der 70. Da habe ich jetzt dieses Tennisbild im Kopf wahrscheinlich. Ja, das ist ziemlich gut. Die drücken ganz schön, die Dinger. Ich habe überlegt, ob ich schon wieder in diese Richtung einschlagen sollte. Ich war schon kurz davor, es zu lassen, weil es ist eine weitere Aufregerfrage. Ich sehe schon, wie neckisch der Zettel aus deiner Podcast-Uniform hervorlugt. Ja, diesmal Seiten über Seiten der Notizen. Naja, es ist halt irgendwie ist nur eine DIN A4-Seite, wenn man so will. Was haben die Römer uns jemals gebracht? Genau. Straßen, Demokratie, Wein. Bier, Pizza. Frieden. Ja gut, aber sonst, was haben die... ich gebe zurück an die Judäische Befreiungsfront. Ich lasse es mal los. Die ganzen Fakten kann ich ja nach und nach einstreuen. Ich muss ja nicht am Anfang so reinpimmeln damit. Ich habe jetzt schon ein bisschen Kopfschmerzen. Du weißt ja eh schon, worum es geht, denke ich. Nee, weiß ich nicht. Warum sind manche, ich sage explizit manche, Fahrradfahrer in Berlin so scheiße? Wir haben uns so oft in letzter Zeit darüber unterhalten, dass ich gesagt habe. Ja, das stimmt. Ja. Bei mir steht ein Baugerüst. Vor dem Haus habe ich neulich eine Radfahrerin angefahren mit einem Kind vorne drauf. Und sie ist dann prompt in mich, fällst in der Brandung, der ich bin, reingefahren, in den Bauzaun vor dem Haus gelandet. Sie hatte einen charmanten französischen Akzent. Sie dachte wohl, ich entschuldige mich jetzt bei ihr, weil sie auch ein Kind vorne drauf hat. Aber ich habe sie einfach nur angeblafft. Und sie sagt, ja, aber ich kann ja hier nicht auf dem Kopfsteinpflaster fahren. Doch, Mädel, kannst du. Jeder kann auf dem Kopfsteinpflaster fahren, auch wenn du Angst hast, zum ersten Mal nach 8 Jahren wieder einen Orgasmus dadurch zu bekommen, darfst du auf dem Kopfsteinpflaster fahren. Ich zitiere den Film Mädchen mit Diane Amst. Ach stimmt, erster Teil. Ich glaube sogar Dennis Gansel hat Regie geführt. Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich ausschließlich an Diane Amst. Okay, das ist eine andere traurige Geschichte. Wir gestern beim Joggen einfach Fußgängerampel rüber und hinter uns der Fahrradfahrer, der dann halt irgendwie Fußgängerampel genutzt hat, um dann halt auf die Straße zu fahren, um dann halt so eine 360-Grad-Wendung zu machen. Um dann wieder auf den Radweg zu kommen. Genau, und irgendwie sich dabei aufzuregen, dass wir dummerweise ja da langlaufen beziehungsweise gehen, weil ey, was soll denn das? Warum nutzt ihr denn die Fußgängerampel als Fußgänger? Also bis dahin beim Radweg über die Ampel alles gut. Ja, genau. Das war ja vor allem die Sache. Ja. Und ich meine... Ich hätte hier mal ein paar lustige Zahlen. Nein, lustig sind die gar nicht. Sind ja traurig. Wie viele Verkehrstote es dieses Jahr auf dem Rad gab? Ja, zum Beispiel. Warte, es waren mehr als... ich habe mitbekommen, dass es mehr waren als im Vorjahreszeitraum. Mhm. Zumindest so in der Statistik. Aber ich weiß nicht mehr genau. Ich würde so sagen 17. Oh, nee, zum Glück nicht. Der Polizeipräsident Berlin. Wieso steht da eigentlich nicht irgendwie Polizeidirektion Berlin oder bla bla, sondern immer der Polizeipräsident? Der ist wie der Bundespräsident, der hat noch eine repräsentative Aufgabe. Und wird auch von Til Schweiger gewählt. Nice. Ja, also insgesamt gab es erstmal in Berlin
2017 143.424 registrierte Verkehrsunfälle insgesamt. Davon waren 15.062 leicht verletzt, Beteiligte 2.317 Schwerverletzte und leider sind 36 dabei ins Leben gekommen. Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Radfahrer beteiligt war, waren letztes Jahr, willst du schätzen, wie viel? Von insgesamt 117.000. Also insgesamt gab es 143.424 registrierte Verkehrsunfälle. Okay, gut, die anderen werden nicht rauskriegen jetzt. Und man darf auch nicht vergessen, Fahrradfahrer machen einen Bruchteil vom Verkehr Beteiligten aus. Würde ich mal sagen 42.109. Nee, das war ein bisschen viel. Nee, es sind 7.069. Okay. Davon waren 4.350 leicht Verletzte. Ich weiß dann nämlich nicht, ob es der Fahrradfahrer ist, weil es könnte ja auch ein Verkehrsunfall mit Fahrer und Fußgänger sein. Schwerverletzt waren 627 und 9 wurden dabei getötet. Also 9. Okay, das ist na gut, ich wage jetzt überhaupt nicht. Schwerverletzt wird ein Fußgänger nicht aus dem Fahrradfahrerunfall hervorgehen. Ja. Also nur in den seltensten Fällen. Ich sehe auch mal in meinem Facebook-Feed tauchen immer viele militante Radfahrer auf. Das ist eh das Prinzip. Also gerne halt dann oft so gegen Autofahrer wettern. Was ja auch völlig richtig ist, weil auch viele Autofahrer einfach keine Rücksicht auf Radfahrer nehmen. Ja. Auf der Straße. Und das ist halt, was natürlich zu dieser kritischen Situation in Berlin beiträgt. Dass viele Radfahrer sich dann auf großen oder schnellen Straßen, wie auf der Strahle oder Allee, nicht trauen, auf der Straße zu fahren. Obwohl es da keinen Radweg gibt. Genau. Das heißt, sie müssten sich die Straße teilen, aber Autofahrer überholen, ohne auf den Abstand zu achten, was du ja als Motorradfahrer sicherlich auch kennst. Ja. Genau. Aber, Also bei mir als Motorradfahrer habe ich halt noch ein bisschen den Vorteil, dass ich halt schneller bin. Ja. Das war aber eins der ersten Sachen, die immer halt irgendwie eingebläut wurden damals in der Fahrschule. Du musst dich immer behaupten. Also du fährst halt nicht irgendwie rechtsbündig, auch nicht als Rollerfahrer. Du nutzt halt immer die ganze Straße, fährst immer mittig, dass halt ein Auto gezwungen ist, dich nicht halt zu schneiden, sondern halt dann schon echt. Auch selbst das passiert. Also wie oft ich halt geschnitten werde, wo ich dann auch immer denke, also du bist ja echt so hilflos. So. Und auch wenn du da ein bisschen geschützt bist, aber trotzdem weiß man Erfahrung oder Statistik oder was passieren kann, wenn du bei 30 schon allein abschmierst. Mhm. So. Und dann beim Fahrrad bist du ja in der Regel ungeschützt. So. Ja, und also auf Straßen wie der Strahlauer Allee verstehe ich es auch, dass die Leute nicht auf der Straße fahren möchten, wenn die Leute mit 80 oder 90 oder ein paar LKW an dir ungeschützt vorbeiheizen. Und ansonsten, die Autofahrer halten halt auf den Abstand nicht ein, also das verstehe ich halt, aber dann Fahrradfahrer, die auch dann die irrsinnigsten Sachen, aber Fahrradfahrer sollten auch, für Fahrradfahrer sollte die rote Ampel nicht gelten. Ja, genau. Weil das angeblich aber wie viele Unfälle, das ja quasi schon einhalten, in Anführungszeichen. Eben, aber ich meine, was will das Rad dann bei rot mitten in den kreuzenden Verkehr? Ja. Das verstehe ich immer nicht. Ja. Also wie oft ich halt auch sehe als Motorradfahrer, dass ich an der Ampel stehe, ist es rot und das Fahrrad kommt hinter mir halt an auf dem Radweg oder auf der Straße oder sowas und pimmelt sich halt durch, so 40 km/h und fährt dann halt fast bis Mitte der Kreuzung, fängt dann an zu schauen, komme ich da rüber? Und ich denke, Alter, du hast generell wie ich halt auch rot und das ist, also ich finde das halt immer diese, das ist ja auch mal ein Bruchteil an Minuten, die da halt irgendwie Zeit sparen, ihre Wege. Und dann halt da wie viel Stress die da halt aufbauen, beziehungsweise wie viel Gefahren die eingehen, um dann halt ihren Weg zurückzulegen und dann bei etliche Sachen werden, glaube ich, auch gebrochen, ohne dass man es weiß. Also ich glaube, ganz viele Fahrradfahrer in Berlin wissen gar nicht, dass auf dem Fußweg man nicht Fahrrad fahren darf. Mhm. Auch nicht, wenn man Kinder hin und her schiebt. Das ist ja auch mal dieses Vorgeschobene von denen. Ja, aber die Kinder wackeln denn, wenn man auf dem Kurzstreckenpflaster fährt. Selbst wenn du mit einem Kind, das auf dem Rad unterwegs ist, und das Kind darf das noch, bis wann ist es? Bis 8, bis 10? Das, genau, sehr gut, dass du sagst. Kinder bis 8 Jahren bis 8 müssen Jahren. Fußweg fahren. Oder auf dem Radweg, wenn der Radweg. Und bis 10, nee, auf dem Fußweg. Okay. Und bis 10 Jahren dürfen sie den Fußweg nutzen. Naja, aber ich meine, so, dann haben wir es bis 10, dann viele Eltern fahren ja auch hinterher. Nee, fahr einfach nebenher auf der Straße. Ja. Sei dem Kind, du bist doch, ob du jetzt hinter dem Kind auf dem Radweg oder vor dem Kind auf dem Gehweg. Ja. Langheizt, ist doch auch nichts damit gewonnen. Ja. Und auch mal auf die rote Ampel zurückzukommen, dieses Radfahrer sollten bei Rot drüber dürfen. Das Rot ist ja nicht nur für die Radfahrer ein Signal zum Anhalten, sondern auch für diejenigen, die grün haben, dass sie geradeaus gehen können oder geradeaus fahren können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass jemand mit 30 km/h an ihre Seite fährt. Ja. Ja, also ich meine, wenn Verkehrszeichen halt einfach immer weniger gelten und klar sind die meisten, glaube ich, auch schon in Vergessenheit beziehungsweise werden nicht mehr so richtig beachtet, aber halt, also wie heißt das, Leuchtverkehrszeichen, also Ampeln, wenn die halt nicht mehr
eingehalten werden und das halt nicht von wegen, weiß nicht, aus mutwilliger Straftat oder sowas, sondern halt einfach aus Gelegenheit, beziehungsweise ich es mittlerweile immer so mache und dann halt bei Rot immer rüberfahre, das ist halt eine permanente Gefahr für natürlich immer die am geringsten geschützt sind und das sind halt die Fußgänger. So. Ja. Also als Radfahrer sollte man ja auch, wenn man bei Grün über eine stark befahrene Kreuzung fährt und ich mich wirklich wie ein Depp, auch als ich noch auf Rad gefahren bin, an die Verkehrsregeln gehalten habe, hatte 2 Zusammenstöße mit einem Auto. Krass. Und halt nicht, weil ich Rot hatte. Ja. Und also ich meine, muss man als Radfahrer halt auch darauf achten, dass ein Auto, was mit 60 angerast kommt, eventuell die Kurve nicht mehr so schnell kriegt oder nicht mehr so schnell in die Bremse hauen kann. Und der steht dann halt eventuell mal dumm. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Also klar, also ich merke halt immer, dass die Nebenstraßen, wo Kopfsteinpflaster ist, der siehst du auf der Straße kein Fahrradfahrer. Ja. Und dann sagt man, okay, weil es wird sehr viel geduldet. Also weil du könntest sonst pauschal halt echt vom Ordnungsamt, genau, kannst du Leute an jede Kreuze stellen. Wir sind hier nur Parkraumaufsicht. Und die können halt permanent Leute rausziehen und Geld machen. Leider sind die Bußgelder echt gering, kann ich auch nachher noch zu kommen, was du da halt abziehen musst. Aber ich meine, es geht ja für viele nicht um die Höhe des Bußgelds, sondern dass man mal eins kassiert. Ja, vielleicht. Dafür. Ja. Obwohl es bei vielen Autofahren schon um die Höhe geht. Also wenn es um Falschparken geht, dann denken wir, und was kostet mir 50? Dann bleibe ich hier stehen. So. Aber bei dem Fahrradfahren, wahrscheinlich wäre das immer ganz gut. Na gut, ich meine, ansonsten kannst du es ja auch machen, mein positives Beispiel ist immer die U-Bahn in London, wo du fürs Rauchen auf dem Bahnsteig einen Betrag in einer Höhe von mehreren 100 Pfund zahlst. Okay. Und das sind halt einfach Sachen, die man sich klemmen kann, sollten auch entsprechend bestraft werden. Ja. Also weißt du, ich finde jetzt nicht, dass alle Verkehrssachen so geahndet werden sollten, aber es gibt halt einfach Sachen, die man sich wirklich klemmen kann. Ja. Und das auch in Deutschland, auch das Rauchen auf dem Bahnsteig, was irgendwie 20 Euro kostet und man sieht ständig Leute mit einer Kippe da. Ja. Wenn es einfach 200 Euro werden, würden die Leute sich das zweimal überlegen, ob sie es riskieren. Was generell, also es ist zwar nicht das Thema, aber was generell bei Rauchverboten ja auch so ist, dass es nachweislich halt einfach zum Wohl der Bevölkerung halt sich entwickelt hat. Weil, also ich meine, Berlin ist es komischerweise irgendwie nicht so, das wird halt nicht so durchgezogen, aber halt, wenn ich jetzt an Hannover oder München oder sonst was denke, gibt es halt das Rauchverbot in Kneipen und da ist nachweislich halt weniger Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung, bla bla, und Leute, die halt dann infolge von Rauchen irgendwelche Erkrankungen oder sterben, sowas, nachweislich alles zurückgegangen und vorher diese ganzen Vermutungen von Kneipiers und sowas, aber die Leute bleiben weg, wir haben weniger Umsatz, nichts passiert. Natürlich bleiben die nicht weg. Passiert. Sowas. Und dann denkst du so, dass wir das halt, also ich meine, wir sind beide halt Nichtraucher und wir merken halt in der Kneipe, dass wir, klar, wenn Alkohol irgendwann, dann ist es uns das ein bisschen egal, aber wir sind schon immer angekotzt davon. Man kommt halt nach Hause auch in dieser Rauchschwade. Ja. Und es gibt einfach Sachen. Dass das hier nicht funktioniert. Ja, wo der Nanny-State eingreifen muss und muss einfach mal sagen so, nee, Rauchen ist ekelhaft. Ja. Lasst es. Und entweder wir verbieten es euch oder ihr lasst es dann halt mal. Ich meine, ey, privat kann jeder das machen, aber selbst da merke ich halt, wie privat in Anführungszeichen so genommen wird, wie oft ich halt dann auch irgendwie am offenen Fenster der Nachbar pafft halt unten und klar zieht das halt hoch. Habe ich halt auch dann habe ich halt auch was von. Ich werde jeden Morgen dann von der ersten Zigarette von einem meiner Nachbarn geweckt, wenn dann durchlüften hier der süßliche Zigarettenduft reinkommt. Ich wollte nur sagen, was mich auch an Radfahrregeln richtig nervt, was einfach so unglaublich leicht zu merken ist eigentlich, dass viele Radfahrer auch tatsächlich denken, sie seien da am Recht, dass sie eine Einbahnstraße gegen die Verkehrsrichtung befahren dürfen, nur wenn es besonders gekennzeichnet ist. Und viele Radfahrer haben das halt dann einfach so verinnerlicht, naja, es ist eine Einbahnstraße, aber das gilt nur für die Autos. Nee, genau. Das ist besonders gekennzeichnet unter der Einbahnstraße. Ja, genau wie das Rechtsfahrgebot auch für Fahrradfahrer natürlich gilt, auch auf den Radwegen. Ja. Wie oft ich sehe halt von wegen, dass die Radwege auf der linken Seite genutzt werden, um in die gegengesetzte Richtung. Ich bin ja schon auf dem Radweg. Genau, um in die gegengesetzte Richtung zu fahren, um zu sagen, da vorne muss ich links, dann kann ich hier schon auf der Seite bleiben. Ist ja dann fährst du da vorne, wie der normale Radfahrer halt über die Ampel, du Pimmelkopf. Oder wenn du meinst, du kürzt 50 Meter ab, steig ab und schieb dein Rad. Genau. Statt mit, also dann schiebst du es halt mit 5 km/h, statt mit 12 km/h auf der falschen Seite Rad zu fahren. Ja. Ich habe die Hauptunfallverursacher von Radfahrern, was die Hauptunfallverursachen Verursachungen. Nicht wahr? Ursachen? Was? Unfallursachen? Hauptunfallursachen. Ja.
Was habe ich? Ich habe Unfallursachungen. Verursachungen. Verursachungen. Entschuldige, ich bin so aufgeregt. Lernen Sie Deutsch mit Für Nüsse, die dreiteilige Serie. Ja, gut. Ja, wir sollten halt alle weniger und mehr. Ne? Also, Hauptunfallursachen von Radfahrern. Auf Platz 1! Möchtest du raten oder soll ich einfach rausschießen? Wir haben es gerade thematisiert. Wahrscheinlich bei Rot über die Ampel, ja. Benutzung der falschen Fahrbahn. Ach, recht. Ja, ja, gut, das ist ja. Haupt. Und zwar letztes Jahr haben damit Radfahrer 746 Radfahrer haben damit einen Unfall verursacht. Das ist ordentlich. Nicht schlecht. Auf Platz 2. Warte, 100 Leute haben wir gefragt. Hatten wir auch schon erlebt. Ich glaube, wir haben alle schon zusammen erlebt. Nee, ja, wahrscheinlich dann. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwo auf den späteren müsste auch noch Tramschienen vorkommen. Oder gar nicht? Nee, okay. Das ist wahrscheinlich zusammengenutzt irgendwie, weiß nicht. Ja. Aber jedenfalls ist es Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr. Mhm. Okay. Ich fahre einfach mal über die Kreuzung, biege dann links ab. Ach, da war rot. Wo? Was fährt denn hier so? Warum reißt nämlich mit? Scheiße, liege ich jetzt unterm LKW. 610 sind das übrigens. Knapp auf Platz 2, okay. Das finde ich jetzt auch sehr spannend, weil da habe ich nochmal reingelesen und das bezieht sich halt dann natürlich auch auf Benutzung der falschen Fahrbahn. Und zwar auf Platz 3, ich sage es einfach jetzt, war? Bitte? Nicht angepasste Geschwindigkeit. Als Fahrradfahrer ist es, glaube ich, echt schwer, halt die falsche Geschwindigkeit. Das heißt, du musst erstmal fälschlicherweise auf dem Fußweg fahren und dann halt, was ja auch gerne ist, Frankfurter Tor, wenn du halt runter, da dieser Radweg, der so runter geht, also wenn du vom Berserinplatz kommst, der ist ja dann so gefällig und dann knallen die mit so einer Geschwindigkeit und wenn dann 4, 5 Fahrradfahrer da parken oder halten, weil da halt gerade rot ist, dann gibt es halt immer ein paar Radfahrer, die dann sagen, ja, dann fahre ich jetzt auf dem Fußweg und fahre mit 50 am Kinderwagen vorbei. Oh. Easy. Dabei sind dann letztes Jahr 314 Unfälle passiert. jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Was ist? Falscher. Achso, 50er? Ach, das soll Verhalten sein, okay. Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern. Ah, also eigentlich das, was dir letztens passiert ist. Ja. Oder als ich hier diese 2 Meter zu dir gelaufen bin, ist mir schon wieder ein Fahrradfahrer auf dem Fußweg entgegengekommen. Ja, 192 Unfälle letztes Jahr deswegen passiert. Wir sind ja da auch immer sehr entspannt und sofort auf 180. Wenn wir zusammen sind, noch schlimmer. Ja. Ich auch wenn ich alleine bin. Ich bin immer so okay, eine ich gucke meistens immer blöd und wenn jemand reagiert, dass ich dann sage, ja von wegen, Alter, was machst du denn hier? Das ist so kein Radweg. In meiner liebsten Anekdote, da klingelte mal ein Rad hinter mir. Und dann habe ich mich dann irgendwie auch schon fluchen umgedreht. Du bist jetzt 10 oder was? Da war ein kleiner Junge auf dem Rad. Oh, scheiße. Ich bin 9. Ja, aber du, darfst hier fahren. Will ich mal eine Ausnahme machen und gehe zur Seite. Aber ich meine, das ist schon die Stimmung, in der ich bin, immer jemanden wie ein Tiger vom Rad zu reißen. Ich weiß auch nicht, was die Leute dann immer denken. Also im Zweifelsfall, was soll denn passieren? Ich kann doch als Fußgänger noch im rechten Moment die Arme hochnehmen und die liegen auf dem Mat. Also für Fußgänger ist da die Gefahr, wenn man ein ausgewachsener Mann ist und jemand nicht mit 60 vielleicht in einen reinrast, verhältnismäßig gering. Und diese ganzen Leute, die hier so hobbymäßig auf dem Gehweg fahren, also ich meine alleine, und das ist ja immer so mein liebstes Beispiel dann, wie dumm das ist, wenn ich gerade mein Telefon aus der Tasche ziehe, in der Hand habe und dabei angerempelt werde und es liegt auf dem Boden, muss halt der Radfahrer dafür aufkommen. Da gibt es halt auch keinen gerichtlichen Streit, weil der auf dem Gehweg gefahren ist. Ja. Und da ist man halt schnell mal ein paar 100 Euro los, weil man ein Idiot ist. Das stimmt. Auf Platz 5, ich dachte, es wäre weiter oben, Alkoholeinfluss. Ah, mit, stimmt. 176 beteiligt. Ich wollte jetzt nicht mehr Auto fahren, aber Fahrrad geht noch. Ich glaube, das haben wahrscheinlich auch die, also ich weiß es im Fall von diesen E-Bikes, die zu mehr Unfällen geführt haben, weil vermehrt Senioren denken, oh, jetzt kann ich auch noch mit 60 Rad fahren. Ja, und also dann verwundert sind, dass sie dann plötzlich 50 können oder sowas. Mit 60 km/h meinte ich auch, ja genau, also oder 50 oder auch wie limitiert sind. Aber da muss man ja ohne viel zu treten, also auch wenn es nur ein zuschaltbarer Motor ist, kommt man ja ziemlich schnell auf eine Geschwindigkeit. Und viele Senioren, die lange auch nicht mehr Rad gefahren sind, weil es die Gelenke und die Muskeln nicht mehr hergeben. Aber auch das Gleichgewicht sind, was dann halt so ein bisschen. Genau, die sind dann halt einfach wieder ordentlich unterwegs gewesen. Das hat zu mehr Unfällen geführt. Und ich wage jetzt überhaupt diese ganzen mietbaren Bikes, also so Mobike und Bike mit Y und Lomo und Osbike und wie alle heißen, Lidl.
Dass die wahrscheinlich auch die Unfälle mit Alkoholeinfluss wieder ein bisschen nach oben schrauben, weil du einfach denkst, naja, gut, ich bin jetzt nicht mehr mit dem Rad gekommen, weil ich dachte, ich knall mir die Hucke zu, aber ich habe jetzt auch keine Lust, 20 Minuten im Nachtbus zu warten. Ja. Nehme ich mir halt auch so ein E-Bike, Kreditkarte freigeschaltet und los geht's. Ja, oder so wie ich letztens mit dem Mobike gefahren und irgendwie nicht, entweder war es kaputt oder ich konnte nicht schalten, bin im nullten Gang, ey, ich bin so schnell auf der Stelle, weil ich gepaddelt, wenn mich halt irgendwie durch zwei Omas auf dem Fahrrad überholt haben. Ja. Das war auch geil, ich wurde mehrfach vom Fahrradfahrer geschnitten, weil ich gedacht habe, das war echt so eng, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt schon auf dem Fahrradweg und da war halt auch kein Fußgänger, dann könnte man ja auch sagen, okay, diese 1,50 Meter gelten ja nicht nur für Autos, sondern vielleicht auch für alle. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, da ist jemand in meiner Tasche oder sowas, so dicht ist, war die Dame dran. Ja. Ja, übrigens, das, was wahrscheinlich irgendwie viele Radfahrer nicht wissen, was ich vorhin ja schon gesagt habe, alle Fahrradfahrer müssen auf der Straße fahren, können auf den Radweg fahren, müssen da aber nicht fahren. Echt? Außer er ist beschildert. Also das blaue, okay. Also drei verschiedene Arten. Ja. Einmal dieses blaue Schild mit dem Fahrrad drin, dann das blaue Schild mit Fahrrad, senkrechter Strich und Fußgänger. Das heißt, von wegen, die Fahrbahn ist geteilt, oder waagerechter Strich. Ja. Das heißt, sie ist gemeinsam zu nutzen. Okay, also das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich war der Ansicht, wo der Radweg vorhanden ist, muss er genutzt werden. Nee, muss nicht genutzt werden. Zumal es tatsächlich... also es sei angenehmer, den Radweg zu nutzen, es sei aber statistisch sicherer, die für Straße zu nutzen, weil du dann besser zu sehen bist. Ja. Und der Radweg wird halt oft verkannt, wenn halt Leute rein oder rausfahren in Nebenstraße, weil sie sagen, die Kreuzung so zuparken, dass du Und dass viele Autofahrer halt wirklich in den fließenden Verkehr, also wenn sie den Spiegel nutzen, den Verkehr anschauen und sehen dann nicht mehr den Fußweg, wo dann eventuell ein Radweg mit drauf ist, und ziehen dann rauf und denken, oh, wo kommt der denn her? Mhm. Und das passiert halt beim Rad, auf der Straße wohl weniger, was halt total bizarr ist. Aber naja, weil das klingt so, als ob wir so eingeschränkt das schauen. Aber deswegen. Aber das fand ich faszinierend, dass du halt den Radweg echt nicht nutzen musst, außer es gibt halt eine explizite Beschilderung. Aber das heißt halt nicht, dass du irgendwo anders fahren darfst, außer auf der Straße, ihr Pimmelköpfe. Ihr müsst auf die Straße. So, ihr könnt halt nicht sagen, ja, der muss ja gar nicht auf den Radweg, deswegen fahre ich jetzt. Oh, ich weiß nicht, wie viele, das Geile ist halt auch vor der Renate, wo wir dann halt immer vorbei joggen. Also so eine enge Kurve mit einem Tunnel. Genau, und da hast du halt dann einfach ein Radweg, einen fetten Radweg, und wir haben so oft, müssen wir ausweichen, weil Fahrradfahrer, und das ist kein Kopfsteinpflaster, es ist neue die Straße, vielleicht 10 Jahre alt oder sowas, und Fahrradfahrer, auch nicht mit Kindern, fahren einfach dir, da ist eine Breite von 1,50 Meter oder 80 oder sowas, und an dir vorbei fahren, und du denkst, du Ficker, Alter, neben dir sind 30 Zentimeter und dann ist dein Weg, den ich nie berühre. Und wir sind halt auch noch joggend unterwegs. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Tempo drauf und gesagt, mit Zweifelsfall, wir nehmen die Arme hoch und die liegen mit dem Rad auf der Straße. Ich würde ja auch sofort, damit ich nicht mich verletze, nicht irgendwie sagen, oh, ich halte einfach nur die Hände vor, sondern natürlich würde ich den beiseite schieben. Ja. Wenn er mir reinräumt, dann würde ich an seiner Lenkstange und den wegreißen. Und dann knallt er halt auf den Boden, heißt, ja, du hast mich ja angefasst oder irgendwas. Und ich sage, da halt mal gegen. So, ja. Also du bist hier auf dem Fußweg, du Trottel. Die liegen dann halt wie die Deppen auf der Straße, wo die Autos mit 30 um die Kreuzung fahren. Ja. Und ich habe hier auch so einen kleinen Bußgeldkatalog, also ich habe so ein paar Sachen, da packe ich mal so dazwischen. Das Fahren nämlich auf dem Fußweg, ohne dass da halt irgendwie Behinderung entsteht, irgendwas, dass du einfach nur auf dem Fußweg fährst als Fahrradfahrer, kostet 15 Euro, was nicht viel ist. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Ich glaube, aber da könnte Berlin, glaube ich, trotzdem den Landeshaushalt innerhalb von 2 Tagen wieder raushaben. Wahrscheinlich. Und das wäre dann quasi gleichermaßen die Baden-Württemberg-Steuer von diesen ganzen renitenten Fahrern. Ich weiß nicht, in Freiburg bin ich auch immer gefahren. Ja, genau. Ja, wenn du jemanden behinderst dabei, dann zahlst du einen Fünfer mehr, bis wir 20 Euro. Wenn du jemanden gefährdest, so wie du letztens, als da Fasten zum Unfall kam, da hätte die Dame 25 Euro zahlen müssen. Hättet ihr einen Unfall direkt gehabt? Also das ist auch mal zu verstehen, dass wenn der Unfall passiert, also der Bußgeldkatalog beschreibt jetzt nicht von wegen, damit ist halt alles abgegolten, sondern das ist erstmal, was auf jeden Fall auf dich zukommt. Das ist natürlich immer die einzelne Geschichte, ist der andere verletzt, getötet, Sachschäden etc. Das kommt dann halt alles noch zusätzlich auf ihn zu. Aber manche denken, ja gut, dann mache ich einen Unfall, kostet ja nichts. Weil es kostet dann 30 Euro, wenn du halt auf der Straße erstmal auf dem Fußweg einen Unfall verursachst. Ja, Radweg habe ich schon gesagt. Genau, wenn ihr in die falsche Richtung auf dem Radweg fahrt, was ich vorhin gemeint habe, ihr nutzt die linke Seite, weil ihr gleich wieder links abbiegen müsst, kostet das schon mal 15 Euro. Ihr nutzt einen Radweg, aber ihr seid dumm.
das kostet schon mal im Ansatz richtig. Ja, genau. Und in Australien und England auch nicht ganz falsch in der Sache. Aber was ich auch gerne immer sehe, beziehungsweise im Winter viel gesehen habe, es gab lange dieses Gerücht oder diesen Mythos, dass nur Fahrräder, die halt Beleuchtung über Dynamo haben, ja, halt verkehrssicher sein, was totaler Quatsch ist. Ja. Aber was nicht erlaubt ist, diese Strobo-Effekte. Ja. So, da, auch wenn ihr sagt, ja, aber das hat ja die Funktion. Das seien angeblich halt irgendwie in oft irgendwelchen Verkehrskontrollen, dass die Polizei anhält und diesen Scheiß hat. Ja, aber das kann das ja. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, von ja, mit dem Hammer kann ich auf den Nagel hauen, aber auch jemanden im Kopf hauen. Das ist ja jetzt auch nicht vor Gericht, wo du sagst, ja, aber warum kann ich denn das? So, ja, dann tut uns leid. Ja. Also ich weiß, dass sie halt oft in Notfällen, also die LED-Lichter sind immer mehrfach konzipiert, davon abgesehen, dass es in anderen Ländern auch nicht verboten ist. Ja, das ist sicherlich ja einheitlich. Genau. Und ich weiß, so viele LED-Lichter haben sogar diesen SOS-Modus, ja, die du halt auch gezielt im Taschenlicht oder so tragen kannst. Aber das hast du ja nicht am Rad. Genau, du bist beim Skifahren, fällst du vom Lift und wachst da in der Nacht auf und dann gehst du auf den SOS-Modus und dann ist gut. Das ist vollkommen okay, ja. Oder wenn du im Straßengraben irgendwo in der Persiusstraße landest. dann schmeißt das Ding an. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Übrigens, mit dem Strobolicht oder sowas, das kann 20 bis 35 Euro kosten. Je nachdem, wie schnell der Strobo ist. Genau. Jetzt, das fand ich sehr geil, also das ist sehr geil, aber sehr interessant. Wenn man fahrend auf dem Rad einen Zebrastreifen überquert, ja, dann muss der Autofahrer nicht anhalten. Weil du den Zebrastreifen, der ausschließlich für Fußgänger ist, missbrauchst. Okay. Wenn du absteigst, bist du Fußgänger und dann ist halt alles okay. Aber was ist die Verlängerung von der Modersohnstraße? Genau, Modersohnbrücke rüber. Oder da? Gärtnerstraße. Da beim Kindergarten da. Also, nee, da ist ja noch ein Motorsohn. Ja. Ich dachte, du meinst weiter oben. Ja. Und wenn da halt dann einfach ein Fahrrad rübergefahren wird, was sehr viel gerne Eltern machen, die halt irgendwas abholen und sowas. Wenn du da halt einfach mal provozierst und sagst, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber ich bin auf dem Fahrrad hier rübergefahren. Ja, alles klar, das habe ich jetzt aufgenommen. Danke. Also, liebe Zuhörer im SUV, nächstes Mal einfach aufs Gas. Nicht weiter nachdenken. Ihr müsst schnell zum Biomarkt. Genau. Aber der weiße SUV, das wäre so schade, wenn da vorne dann irgendwas dran klebt. Ja, kommt neuer Lack drauf. Ja. Mattweiß kommt, glaube ich. Aber jedenfalls, dass das halt geahndet werden kann, beziehungsweise dass das halt, ich meine, klar, da würde trotzdem jeder reagieren, weil jeder sagt, von wegen ist ein Radweg. Ja. Was noch interessant war, fand ich, wenn du dein Fahrrad als Lastenesel nutzt, was man ja auch mal gerne hast. Ne? Also wenn du halt zum Beispiel... Ja, ich habe so ein 3x3 Meter Brett, was ich ganz gerne mit dem Rad transportieren würde. Also wenn du halt so viel drauf hast, dass du es halt nicht mehr fahren kannst, sondern schiebst, so, dann darfst du damit ganz normal, nimmt ja jeder auch zu Recht an, auf dem Fußweg schieben. Ja. Aber du bist kein Fußgänger in dem Sinne, sondern du missbrauchst dein Fahrrad, was... In dem ist alles okay, bloß wenn du jemanden behinderst oder jemanden dazu bringst, dass er dir ausweichen muss. Sagen wir, bestes Beispiel, zwei Mütter mit Kinderwagen, die ja gerne immer so eine Wand sind. Die gehen ja überhaupt nicht aus dem Weg. Mütter mit Kinderwagen haben auch immer Vorfahrt. Ja, und das müssen Schulter an Schulter fahren aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, daher kommt auch dieser Mythos, dass Mutter mit Kind auf dem Rad auch alle Rechte hat. Ja. Jedenfalls, wenn du dann... Die Einzigen, die alle Rechte haben, sind die AfD. Weil die rechts sind. Ach so. Wie es schon wieder aussieht auf der Waveform. Ein Traum. Jedenfalls, du bist halt auf deinem Fahrrad, beziehungsweise schiebst dein Fahrrad, hast zwei, drei Bretter drauf oder Kisten Bier dran gehängt und sowas und dir kommen halt Mütter entgegen. Was glaubst du, wie die Situation sich auflösen müsste, rechtlich gesehen? Warte, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Ah, okay. Du musst auf der Straße fahren. Genau, nee, schieben. Schieben, auf der, sicher. Ich dachte, wie geil ist das? Was ist besser, als auf der Straße zu schieben und hinter dir staut sich der Verkehr um drei Kreuzungen? Du bist auf der Strahlau oder sowas. Der Radweg wird ganz normal jetzt richtig krass von Fahrradfahrern genutzt. Auf dem Fußweg ist zu wenig Platz oder du behinderst dabei Leute. Du musst deine fünf Balken und dein Bier und sonst was auf dem Fahrrad, musst du auf die Hauptstraße schieben. Rechtlich ist das Pflicht für dich. Also die drei Minuten, bevor du gelyncht wirst von der Autokolonne, bist du der Held der Berliner Polizei. Kolonne. Ach, scheiße. Bevor die Autokolumne der Bild kommt und ich... Habe ich schon erzählt, was zu schnell auf dem Fußweg bedeutet. Das heißt, neben der Strafe, du bist erstmal auf dem Fußweg, hast vielleicht noch keinen gefährdet oder hast jemanden gefährdet für 20 Euro. Gilt das auch für die zu schnell auf dem Fußweg Strafe für ausgewiesene Fußwege, wo du auf dem Rad unterwegs sein darfst? Nee, das bezieht sich auf...
Nur auf. Nee, doch, stimmt. Ich glaube, ich glaube, das hebt das eine oder das andere auf. Ja. Ich meine, es gibt ja ausgewiesene Fußwege, wo man in Schrittgeschwindigkeit, wohlgemerkt, auf dem Rad unterwegs sein darf. Das ist ja auch dieses Phänomen, was eigentlich nur Rentner drauf haben. Ja. Die haben halt so viel Gewicht und haben eine Technik, das ist so Wahnsinn. Und dann siehst du die und die fahren dann teilweise auch unter Schrittgeschwindigkeit. Ja. Und du hast das Gefühl, die heben die Physik mit steigendem Alter auf. So. Jeder andere würde umkippen bei der Geschwindigkeit und die sitzen da aber auch mit so einer, manche haben sich ja auch noch ein Kissen auf den Sattel geknotet. Das ist ja auch geil. Ja, ich glaube, man gewöhnt sich auch im Alter so ans Rad und in der Evolution passt man sich dann dem Rad und der genauen Schwerkraft an. Ja, wahrscheinlich. Also du bist auf einem Radweg, der ausgezeichnet ist für Rad- und Fußweg und fährst halt zu schnell. Das kann bis zu 35 Euro kosten und du kriegst doch einen Punkt in Flensburg. Das ist nice. Falsch abbiegen auf dem Fahrrad. Was kostet das? 42 Euro. Nein, das ist schon doch. Nein, 15 bis 30 Euro. Je nachdem, wie falsch. U-Turn auf der Kreuzung. Du bist mit 0,3 oder mehr unterwegs. Wovon reden wir? Pro Mülle. Pro was? Mülle. Das geht da. Nee, 15 bis 69 Euro. Es gibt erstmal pauschal eine Strafanzeige. Ja, das, gut. Das ist schon mal ein bisschen geiler als halt einfach nur ein Bußgeld. Sag mal, du bist schon richtig dicht und bist mit 1,6 oder mehr unterwegs. 132 Euro. Weil das ist das, was ist so diese Suffgrenze auf dem Fahrrad, weil viele ja auch immer sagen, pauschal darfst du nicht. Ja. Du kannst, das darf man auch nicht vergessen, du kannst halt mit 0,3 oder sowas angehalten werden und bist schon erheblich im Arsch, weil es halt einfach nicht mehr gewöhnt ist oder hast du nie Alkohol getrunken und verhält sich richtig dumm, dann kannst du halt auch die sofort richtig kacke alles verlieren. Aber in der Regel sagen wir mal 1,6 und du bist schon gewöhnt und wirst dann angehalten, dann sind bei dir erstmal 3 Punkte in Flensburg weg. Da hast du erstmal eine Geldstrafe, die ist nicht klar definiert, weil die kann richtig hochschießen. Sei aber wohl irgendwie um die 1000 dann begrenzt. Ich wage zu behaupten, so bei 0, solange es noch vor einem Promille ist oder vor 0,75, ist die Berliner Polizei wahrscheinlich relativ kulant. Ja, ja. Dann können sie dir eine MPU, also diese medizinische psychologische Untersuchung, auch bekannt als Idiotentest. Schön groß an Ecki. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, aber er wurde mal festgehalten. Ja, falsche oder defekte Beleuchtung hatten wir vorhin schon, ne? Ja, also Strobolicht und sowas, 20 bis 35 Euro. Ja. Du hast einen Verkehrsunfall mit verursacht. Das heißt, du bist noch nicht mal Hauptverursacher, sondern Mitverursacher auf dem Fahrrad. Da bist du bei 30 bzw. 180 Euro. Also das heißt, du kannst auch einfach nur den weißen SUV vor Dents halt angekratzt haben. Ist schon blöd. Und du hast automatisch einen Punkt in Flensburg. Ja. Okay. Was viele auch glauben, das wäre okay. Du hörst mit deinem Handy Musik oder generell mit deinem Walkman oder was man heutzutage als freches Gehör auf dem Rad hat. Ich glaube Discman. Das geht ja auf dem Rad ganz gut, weil die Oberfläche recht eben ist, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Gibt es Minidisc noch? Die waren richtig. Da gab es auch so einen Zeitraum, was von 95 bis Herbst oder so. Ja, das weiß lang. Ich. Jan, mit dem ich immer zum Hochschulsport gehe, der ist einer von 5 Kunden, die sich einen Minidisc-Player gekauft haben, dem war das vermarktet. Das ist das nächste große Ding, so in dieser Lücke zwischen CD und MP3-Player. Ich hatte damals auch einen guten Freund, Torben hieß der, und der hat sich auch zu Hause so einen Tower zusammengebaut, also mit Tape-Deck und CD-Wechsler und hast nicht gesehen. Und der hatte unter anderem, ich kannte keinen anderen, hatte halt auch dann Mini-Disc. Das ist viel praktischer als eine normale Disc, weil die kleiner ist. Du kannst du viel mehr in deinem Tower stapeln. Total gut. Ja. Jedenfalls, du hörst Musik und bist halt nicht mehr so ganz aufnahmefähig von Sirene oder hörst halt nicht, dass jemand sagt, ey. Ja, du willst ja schon auch die Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose auf dem Rad tragen. 15 Euro, ist echt noch günstig. Das ist wirklich humor. Ja. Aber jetzt kommt's, telefonierst auf dem Fahrrad. Sagen manche, ist ja nicht verboten, weil ist ja Rad. Ich glaube, das ist genauso teuer wie im Auto. 55 Euro bist dabei. Jetzt kommst, was wahrscheinlich du öfter siehst, oder vielleicht war das sogar der Fall, wahrscheinlich hätte man da mehrere Strafen aufeinanderlegen können, die Frau mit dem Kind. Jetzt ist die Frage, ist das Kind über 7 gewesen?
Und oder ist das Kind falsch gesichert gewesen auf dem Fahrrad? Das Kind saß auf einem Kindersitz vorne drauf und das war, ich meine, so eine Geste, ungefähr so groß wie so ein durchschnittlicher, was so, ein Makake. Was? Ein Makake. Der Pilz. Makakenaffen. Achso. Das ist ein Makakepilz. Heißt der nicht Mitake? Oder? Achso. Gesundheit. Ja. Und das kostet 5 Euro. Ich habe das Kind an die Speichen geschraubt. Ja, komm, also hier im Sinne der Abtreibung musst du im 13. Lebensjahr. Ich habe die Polizeikontrolle nicht beachtet oder ein Zeichen des Polizisten nicht beachtet. Was kostet das? Die Selbstachtung des Polizisten. Ja, und 35 Euro. Ich habe eine rote Ampel überfahren. Mit Gefährdung, Unfall etc. Das geht von 60 bis 180 Euro und ein Punkt in Flensburg los. Und mein Traum des Bußgeldkatalogs war freihändiges Fahrradfahren auf der Straße kann mit 5 Euro geahndet werden. Hey, 5 aber Euro. Look ma, no hands. Ich habe mich gefragt, wie es ist, wenn du gerade trainierst auf dem Fahrrad und dann immer die Hände einfach wegnimmst. Guck mal, dass dann schon jemand da steht und am Ende der Straße, so Kollege, ich habe mal mitgezählt, es waren 5 mal 5, 25 Euro. Wieso komme ich da mal so eine komische Aber Assi? Das ist schon, ziemlich cool, wenn du so erwischt wirst. Das wäre schon ziemlich cool. Wenn du dann sagst, ja, aber pass es mal auf, ich bin betrunken. Okay, haben wir über 1,6? Da will ich doch hoffen, Herr Wächtermacher. Ach übrigens, das hatte ich mal gemacht. Ja. Irgend so ein Dreh für Galileo oder sowas ging es um Beleidigung. Wenn du zu einem Polizisten sagst, Herr Oberförster, dann ist das keine Beleidigung, weil man könnte dir auch ahnen, dass das eine Verwechslung sei. Wenn natürlich ist sagst, das immer noch so mit dem blauen Uniform? Bitte was? Jetzt mit dem blauen Uniform. Weil, haben die blaue Uniform? Ja, die Polizisten haben jetzt blaue Uniform. Ach so, und du sagst dann, okay, dann bist du farbenblind, weiß ich nicht. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht schlimm Blindheit. Im Vergleich zu Sie alter Pimmelkopf. Also das kann geahndet werden. Aber ich glaube ja, inzwischen müsstest du sagen, entschuldigen Sie, Herr Seemann. Haben Sie ein Kondom? Was? Nee, sollten Sie aber, wenn Sie in jedem Hafen rumficken. War das nicht so Austin Powers? Ja, Austin Powers. Das sollte er aber. Die fahren von Hafen zu Hafen. Ja. Oh, Elster. Ah, ich nehme Elster. Mega relevant für alle Zuhörer, wie Klaus hier einen Anfall kriegt, weil der Elster auf dem Balkon ist. Das ist so wie ein Kind, was, wenn eine Wespe kommt, sauer, haben wir früher gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Wenn eine Wespe kommt? Ja. Weil Wespen nichts Saures mögen. Genau. Tut so, als seid ihr eine Zitrone. Es war echt, also bestimmt 5, 6 Kinder im Pulk haben dann geschrien, sauer. Ich weiß nicht, warum. Also hat aber auch keiner nachgedacht. Die haben mir im Mund gestochen. Ja. Ich kannte die eine Lindenstraßenfolge, wo dieses arme Kind in den Mund gestochen wurde und dann hat, glaube ich, Dr. Drexler einen Luftröhrenschnitt gemacht mit einem Kugelschreiber oder so. Nee, so schlimm war es nicht. Ich konnte den Luftröhrenschnitt noch selber durchführen. Nice. Aber ich war auch schon 6. Das bedeutet, du hättest auf dem Fußweg fahren müssen. Ja. Und ich war zu Fuß unterwegs. Auf dem Fußweg. Ja. Da schon das auch Fahrrad vergessen auf dem Fußweg. 30 Euro. Was nochmal? Fahrrad vergessen auf dem Fußweg. 30 Euro. Weil man dann Fußgänger ist. Würdest du denn, als Elternteil Helm tragen vor deinem Kind? Oder? Auf jeden Fall. Ja? Helm und ich glaube, wenn ich mehr auf dem Radweg und auf dem Rad unterwegs wäre, wahrscheinlich. Motorradkleidung. Ja, das so wie, wie heißen diese Fallkapuze, dieser Fahrrad-Airbag? Das habe ich jetzt schon oft gesehen und auch schon eine Geschichte gehört, wo jemand gesagt hat, Alter, ohne das Ding, ich wäre am Arsch. Ja. Weil ganz viele beim Sturz vom Fahrrad immer noch aus Kontrollangst, Zwang, sonst was, die Lenkstange festhalten. Und dann immer schön segeln, dass das erste, was auftaucht, ist entweder Ellbogen, Schulter oder vielleicht dann doch Kiefer oder so. Und da machst du natürlich alles kaputt. Also dann, wenn du nicht gerade direkt gegen ein Auto knallst, das dich eh über eine Motorhaube schmeißt, wo du sagst, gut, da kannst du glücklich sein, wenn du noch lebend rauskommst. Ja. Aber wenn du rechts oder links abschmierst, nimm die Hände von der Lenkstange. Ja. Roll dich ab, knall. Ich meine, klar, wenn du das nicht kannst, aber das ist halt eine höhere Sicherheit, als wenn du sagst, okay, dann war's, ich klingel nochmal zur Sicherheit. Also ich meine, so, ich kann ja mal aus meinen beiden Unfällen berichten. Ja. Einmal hat mich ein abbiegender Radfahrer mitgenommen. Warst du auf dem Rad oder Fuß? Ich war auf dem Rad. Okay. Nicht abbiegender Autofahrer.
Okay. Der einfach über Rot ist und dachte, na gut, wenn ich jetzt links abbiege, muss ich mich auch nicht unbedingt an Rot oder Grün halten. Das heißt, du bist über die Motorhaube geschmiert, oder was? Nee, der hat noch rechtzeitig gebremst, der hat mich nur ein paar Meter weitergeworfen. Wie? Das also der hat dich von der Seite erwischt? Ja, genau, mich von der Seite erwischt. Und du bist vom Rad runter und geflogen? Mit dem Rad, ja. Mit dem Rad? Ja. Also als ob du so einen fliegenden Wheelie gemacht. Von der Seite, natürlich, ich bin zur Seite 360 gestürzt, gemacht. Zur Seite gestürzt, noch ein bisschen weiter. Ich habe 640 Tony Hawk Punkte dafür bekommen. Turbo. Und das andere Mal, da konnte ich noch rechtzeitig bremsen, ist der Autofahrer, das war ein Taxi, natürlich war es ein Taxi. Scheiße. Bei Rot über die Ampel, aber schon so weit nach vorne, dass ich ihm in die Seite gefahren bin. Und dann hat er mich noch angeblufft, dass ich nicht gebremst habe, bevor ich mit dem Vorderrad in seine Seitentür gefahren bin. Ja, naja, ne? Bei sowas würde ich auch immer sofort nicht diskutieren, gleich die Polizei holen, glaube ich, weil du dann halt irgendwie. Ja, das Problem war, das war zu meiner Zeit noch vor Handys. Okay. Also in beiden Fällen hatte ich einfach, das war ja damals so, damals hatte man einfach nichts dabei. Achso, in beiden Fällen wurde es nicht geahndet und du bist halt einfach irgendwie nur. Alter, ja, also ich meine, was du da auch an Geld wahrscheinlich hättest rausschlagen können. Ja, also zumindest bei dem, als ich angefahren wurde. Das andere, wo ich warst du verletzt? Im Rad, nee. Nee, was? Ich glaube, ich war einfach so in einem Adrenalinrausch, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, irgendwie das Nummernschild oder so zu notieren. Bist du irgendwie gut abgerollt? Oder? Weil du bist ein bisschen. Ich glaube, ich bin gerade vom Judo gekommen. Okay. Es war auf jeden Fall die Kreuzung, auf der ich immer zum Training gefahren bin. Also entweder bin ich gerade hingefahren oder gerade weggefahren, aber ich glaube, ich bin gerade weggefahren vom Training und also mir ist nichts passiert, wie gesagt, der ist auch noch, hat auch noch gebremst und sich mit Vollgas um die Seite, aber ich meine, er hätte auch anders ausgehen können, heute würde ich die Polizei rufen, weil ich ein Telefon dabei habe, aber damals in den 90ern, hättest du Nummernschild notieren können, aber da habe ich halt auch nicht geschaltet in dem Moment, einfach weil ich muss auch noch so 10 oder so gewesen sein. Krass. 10 bis 12. Aber krass auch, was das zum Beispiel der Fahrer halt auch nichts gesagt hat. Ne? Also, wenn ich einen 10-Jährigen anfahre, wie assi muss der, es denn sein? Ich weiß, also, tschüss. Der war auch noch recht jung. Der war, glaube ich, auch voll im Schock, dass da nichts passiert ist. Aber also ich meine, ne, wie gesagt, Glück, ich klopfe mal auf meinen Kopf. Da ist nichts passiert. Wie gesagt, mit dem Taxi, da gab es halt keinen richtigen Schaden. Klar, hätte ich da irgendwie ein bisschen Bußgeld oder so dem aufdrücken können. Im Fall. Ja. Heute würde ich halt einfach auch deswegen die Polizei dann rufen, damit dann halt klar ist, dass ich keinen Schaden am Auto verursacht habe. Ja. Also einfach, um sich so vor dem Gegenschaden oder vor der Gegenklage zu schützen. Es gibt mittlerweile auch ganz coole Gadgets. Also nebenbei ist dieser komische Explosionsschal, den du da beschrieben hast, der dann halt dir so eine Haube. Also Explosionsschal ist auf jeden Fall der coolere Name als Fahrrad-Airbag. Ja, also ich habe immer so gedacht, weil das Ding ja echt. Das schießt ja von beiden Seiten so eine Halbkugel um deinen Kopf rum, oder? Ja, ja, genau, wie so eine. Oder von hinten. Ich weiß nicht, wie so eine Kapuze oder der Iron Man Helm. Ich glaube, es ist von hinten. Ja. Und ja, eine Nachbarin ist ja da mal irgendwie hingeflogen und hatte irgendwie Unterarm gebrochen und meinte halt, ohne das Ding wäre halt echt Kopf auf. Also, weil die hat dann halt auch sich gefangen wie eine Robbe. Also einfach nur. Und meinte aber, das Ding ist halt echt, in dem Moment, als sie in der Luft war, hat es nur geknallt und dann hat sie schon diese Tüte im Kopf gehabt und dann ist sie richtig weich reingedingst. Ich sag, krass. Also weil, ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich würde mal behaupten, dass die halt auch sicherer sind als ein Helm für den Moment. Ziemlich sicher, ja. Also ich meine, Helm ist halt weil auch das Genick mitgeschützt ist. Genau, so. Also das ist halt auch die Sache. Du klatscht ja nicht nur auf den Kopf auf, sondern maximal halt auch einfach mal so einen Schlag nach vorne oder zur Seite oder vielleicht auch verdreht, das ist ja auch noch das. Was ich auch gesehen habe, es gibt halt mittlerweile so Blinkhandschuhe. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz geil, weil die sind dann, also du hast dann halt einfach. Zum Abbiegen. Genau, weil du ja normalerweise auch die Hand raushält und das ja im Winter. Das ist auch out. Ja, Hand raushalten. Stimmt. Ja, und dass man dann halt auch einfach sagt, von wegen, weiß nicht, sobald halt ich hier Daumen und Finger, Zeigefinger aufeinander klatsche oder sowas, dann habe ich halt so 5 oder 10 Sekunden so einen Blinkvorgang, dass man das sieht. Da habe ich gedacht, ja, ganz cool. Aber gibt es nicht so einen einfachen Nachrüstsatz, weil wenn du halt schon diese LEDs hinten hast, dann kannst du auch dann sagen von wegen, ja, können die nicht irgendwie am Sattel, na okay, der Arm ist natürlich länger. Ja, aber bei den Handschuhen ist auch, wenn du Mittel- und Ringfinger auf die Handfläche drückst, schießt du Spinnenfäden. Ja, das stimmt, das hast du ja gut recherchiert. Ja, das war
Ja, aber bei dem Thema nochmal hier von wegen Helm oder nicht Helm bei Elternteilen, da kann ich halt beides verstehen. Das eine ist halt natürlich schnell abgefrühstückt, sagst von wegen, bist halt das Modell und sagst von wegen, ja hier, so macht man es richtig, deswegen mache ich es jetzt richtig. Da kann ich mich erinnern, damals irgendwie Freund von Eltern, der irgendwie so ein Vorzeigetyp in der SPD war und sowas und kam dann halt an mit den 90er Jahre Fahrradhelm, was unangenehm maximal war. Und dahinter sein Sohn halt auch so, ja klar fahren wir Helm, beide mit Helm, sicher ist sicher. Auf Wiedersehen und Ring, Ring, also so ein Flenders-Typ. Ist der direkt aus dem Wahlplakat gefahren? Ja, quasi. Der war auch immer in so einem Wahlmodus. Hatte halt immer kurzärmelige Karohemden. Ich habe mein Parteibuch dabei. Falls du auch zur SPD möchtest, wir suchen gerade Leute, weil wir bei 17 sind. Prozent und Mitgliedern. Nimm doch nochmal so einen roten Kugelschreiber, was ist denn hier los? Ah, möchtest du nicht auch dich am Wochenende mit der Nöles treffen? Der Nöles? Kann die überhaupt? Ich dachte, die ist irgendwo auf dem Dorf und hat wieder so ein Kohlsauffest. Also da bin ich aber dann schon wieder auf dem Dorf. Ja, wir müssen die SPD erneuern. Als sie sich gefreut hat, habe ich echt gedacht, ihr Pokémon-Kostüm zerreißt. Ey. Meine Güte. Ja. Naja, und dann gibt es ja natürlich die andere Seite, die sagt, ich will cool sein. Naja, eigentlich, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, das ist wahrscheinlich noch die dritte Position, aber ein Punkt, die sagen von wegen, das Kind kann auch in jungen Jahren verstehen, es gibt Dinge, die für mich gelten und fürs Kind nicht und andersherum. Und ich habe halt eine Sorgepflicht und sage dann von wegen, okay, du kannst noch nicht alles einsehen, bla, deswegen packe ich dich komplett ein mit Sicherheit. Ich darf auch Fehler machen und wenn ich welche mache, ja schade. Ja. Dann kann man natürlich sagen, dass das Kind sagt, ja, aber sicherer. Du bist ein Kind, du musst zu dem Onkel Hannes auf dem Schoß. Ich bin erwachsen, ich muss das nicht. Mehr. Meine Güte, es tut mir echt leid, der Witz. Es tut mir wirklich leid, es brannte mir so auf in der Seele. Schönen Gruß auch an Onkel Hannes. Es war ein Scherz. Freunde, gibt es jetzt wirklich. Nee. Also irgendwo gibt es bestimmt einen Hannes. Ja, irgendwo. Wenn ihr von einem Onkel Hannes sexuell belästigt wurde, bitte schreibt eine Mail an @finisse.com. Nein, ey. Bitte nicht. Schreibt dem Polizeipräsidenten. Wir kümmern uns da nicht drum. Und wir reichen das weiter. Wir sind ja so. Wir sind Dirk kreuzt gerade beide Finger. Oder wie macht man das? Naja. Ja, ich finde aber auch heutzutage ist halt auch die Ästhetik von Helm auch wesentlich fortgeschrittener als damals. Also in den 90ern hätte ich es mir echt fünfmal überlegt und gesagt, nein. Ich habe halt auch im Gegensatz zu ein paar Freunden niemals Helm getragen auf dem Fahrrad. Ja. Fand ich immer peinlich, muss ich ehrlich zugeben. Und jetzt aber, wenn ich überlege, halt dieses Stylo BMX oder andere Helme, wo ich denke, das ist schon ganz cool. Ich habe mal eine fahrradbezogene Frage für dich. Bist du schon mal mit einem anderen Mann im Bett wach geworden und wolltest danach unbedingt ein BMX-Rad haben? Ehrliche Antwort. Vielleicht. Oh, woran lag denn das? Ich habe irgendwie vom BMX geträumt. Wahrscheinlich, weil wir 8 Liter puren Alkohol gesoffen hatten am Abend davor. Ich war nicht der Mann im Bett, ich lag vor dem Bett. Lagst du vor deinem eigenen Bett auf drei Kissenteilen? Richtig. Ja, aber 3 Kissenteile, eins unter den Schultern, eins unter den Füßen, eins unter der Hüfte. Die nicht miteinander verbunden waren? Natürlich nicht, wie ein Fakir. Klar, der liegt ja auch auf 3 Kissenteilen. Wir waren schon ziemlich cool damals. Ja, echt. Cool war auch, dass wir alle 3 Hacke waren am nächsten Tag. Und der Klaus ist aufgestanden und gejoggt. Und ich glaube, irgendwie mit dem Kinn an der Hauswand vorbeigeschraubt. Ja, die Hauswand, das auch. Hauswand ohne Warnlicht auf dem Gehweg. 15 Euro, sag ich mal, pauschal. Hast du denn damals auch so, warst du auch so ein BMX-affiner Typ? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte Mountainbikes. Ja, 90er. Immer Scheiß, Mountainbikes. Ey. Nee, ich hatte ein Trekkingfahrrad. Schwer, jedes Rad muss 38 Kilo wiegen, dass du es kaum bewegen kannst. Es gab ja halt diese guten Mountainbikes, die keiner hatte und diese normalen Stangendinger, die jeder hatte. Oder auch dachtest du, kannst doch gar nicht bewegen. Ich war ja neulich schon geschockt irgendwie, weil ich jetzt auch regelmäßig in der Stadt unterwegs bin. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht, also wenn es im Sommer jetzt immer noch so ist, vielleicht kaufe ich mir ein Rad. Und ich dachte so, naja, wie teuer wird so ein Rad sein? Und Björne, mein Nachbar, der halt auch so ein bisschen radaffin ist, der hat sich auch mal selbst eins gebastelt, auch so von eBay bestellten. Ich dachte, aus dem Innenhof den Rest bestellt. Den Designer teilen.
Und dann meinte so, naja, so 500 Euro für ein Unterklasse-Rad musst du schon ausgeben. Ja, ja. Und ich dachte, für 150 bekomme ich schon gar, nee, für 150 bekomme ich gerade mal ein gebrauchtes Damenrad, was irgendwo an der Sonntagsstraße verschwunden ist vor 3 Jahren. Ach du Scheiße. Ja, 500 Euro, da kriege ich einen Ford Focus für. Ich habe mein Fahrrad für einen Fuffi verkauft. Ja. Und das ist vollkommen funktionstüchtig noch. Ich glaube, ich habe es nie gefahren. Also ich habe immer ein Fahrrad geschenkt gekriegt, da hatte ich noch ein zweites Fahrrad. Und das war halt so ein, weiß nicht, so ein Herrenrad, was du, glaube ich, bei Lidl bekommst, wenn die Fahrräder verkaufen. So. Ja, so war das auch so ein Angebot, warte ich mal. Aber jetzt mit diesen Mobikes für 50 Cent, ich 20 Minuten. Sagen, ja, na, also, da komme ich hin. Und wie oft du es halt nutzt. Ja, so. Genau, und dann, bevor ich denke, so, ah ja, aber dann muss ich, das muss fetten und ein neues Schloss bräuchte ich auch. Und dann dein 500-Euro-Rad willst du ja auch mit einem 100-Euro-Schloss sichern. Ich würde sogar behaupten, wenn ich halt jetzt nur noch irgendwie Coupe oder Emmy fahre oder sowas, dass ich, wenn ich das hochrechne, es ist zwar echt im Vergleich teurer, aber wenn ich halt irgendwie Steuern, Versicherung, Benzin und eventuelle Reparatur, dann komme ich und im Jahr wahrscheinlich echt günstiger weg, wenn ich halt das fahre. Mhm. Aber im Monat würde ich wahrscheinlich trotzdem irgendwie 40 oder sowas ausgeben dafür. Ja. Was auch noch günstiger ist als eine Monatsfahrkarte, weil ich es dann immer nur zahle, wenn ich es halt nutze. Ja. Und ich bin halt ja nicht so der Öffi-Freund. Ich habe dieses 10-Uhr-Ticket meistens. Also wenn ich viel unterwegs bin. Du darfst erst nach 10 fahren? Genau, ich darf erst nach 10 fahren am Wochenende, so lange ich will. Wie teuer ist das? 56 oder so. Oh, es geht ja. Also plus minus. Ist ABC oder A, B oder was? Und im C-Bereich bin ich ja nie unterwegs. Kannst du jemanden mitnehmen noch am Wochenende? Nee, das kann ich nicht. Okay. Also bei der Umweltkarte kann man ja nicht immer jemanden mitnehmen? Oder nur am Wochenende? Wochenende nach 20 nach Uhr oder so. Nach 10, glaube ich, unter der Woche und am Wochenende immer. Ja. Ja. Naja, also so, aber das ist so mein Ersatz. Aber dann, wie gesagt, ich habe mir jetzt mal diese Mobile-App runtergeladen. Ja, aber du fährst ja auch gerne Öffis, ne? Oder jedenfalls hast du kein Problem. Ja, und ich höre halt Podcasts oder früher habe ich Bücher gelesen, als man noch Bücher gelesen hat. Ich bin ja nicht gern so unter vielen Menschen und alle dicht auf dicht und im Sommer gerne schwitzi und ich habe einen Döner dabei und guck mal meinen Hund, der will nur spielen. Grüße an Chico. Ja. Sonst noch irgendwelche radrelevanten Sachen? Naja, ich meine, die Frage war, warum die so, warum manche in Berlin so scheiße. Also woher kommt dieses Fehlverhalten oder diese Annahme, dass es vollkommen okay ist? Also ich glaube, Hauptproblem habe ich als Fußgänger ist halt einfach auf dem Fußweg fahren. Und dann halt aber auch mit so einer Bestimmtheit und auch nicht das von wegen, okay, ich mache schon Scheiße oder beziehungsweise ist nicht erlaubt, ich fahre halt so, dass ich niemandem im Ansatz auch nur nerve. Und dann, ich halt auch mal an. Aber dieses halt durchpimmeln und durchschlängeln und dann halt auch mit 50 auf dem Fußweg und so. Also dieses bestimmte Recht auf falsche Scheiße da. Also mich regt es ja auch nicht auf, wenn ein Radfahrer prinzipiell auf dem Fußweg unterwegs ist, solange er mich nicht nervt und dann hinter mir klingelt. Ja. Weil er meint, er muss vorbei. Ich glaube ja auch, was da ein Teil mit reinspielt, ist, dass die Radfahrer sich im Vergleich zu den Autofahrern in der Opferrolle sehen und dann halt aus dieser Opferrolle heraus meinen, sie dürfen jetzt alles, auch was Fußgänger gegenüber angeht. Ich glaube halt auch schon, dass sie sehr viel Scheiße auf der Straße erleben. Ja, aber es ist halt so lächerlich, wenn du das halt nicht kompensieren kannst und das dann halt weiterschiebst und sagst, aber komm mal klar, was habe ich jetzt schon gemacht? So, da musst du jetzt mal kurz mal anhalten. Ja. Oder geil ist halt echt, wenn du halt weggeklingelt wirst oder hallo, ich komme hier nicht durch. Und ich sage, ja, dann bist du wohl falsch, du Ficker. Ja. Ich rede schon wieder auf. Also das verstehe ich nicht. Ich, zumal ja auch diese ganzen Verkehrsregeln, alles hat ja damit, das finde ich halt auch, dass es immer auf der Seite hier von wegen Polizeipräsidium oder Polizeipräsident Berlin und bla, halt immer wieder auf allen Seiten wird immer geschrieben, es geht, alle Regeln sind dazu da, um das Zusammenleben zu erleichtern. Und genau darum geht es. Es geht nicht davon wegen, dass du sagst, von wegen, ich habe irgendwie mein Kissen auf der Fensterbank, ich mache die Fenster auf, guck raus, da ist ein Fahrradfahrer gegangen. So, 15 Euro, ich habe dich schon gemeldet. Darum geht es ja nicht. Also und jetzt Mittagsruhe und die Speichen drehen sich und die ganzen Jungs wieder auf dem Rasen Fußball spielen. Genau, also darum geht es ja halt nicht. Ja. Es geht ja echt darum, dass wir miteinander ganz gut klarkommen. Und ich kann, wenn ich halt durch einen Tunnel renne, der Fußweg nur 1,80 breit ist und Fahrradfahrer entgegenkommt, kann ich den ausweichen. Ich kann als Jogger vorbei und kann mich da vorbeipimmeln. Aber ich fühle mich halt nicht gut, auch nicht sicher. So. Und es gibt auch Stellen wie an der Ecke da geht es halt nicht. Genau. Da ist halt kein Platz zum Ausweichen da und da muss jeder auf seiner Spur bleiben. Ja.
wie oft ich halt auch oder wir aus dem Tunnel rauskommen, wo direkt dann eine Ampel ist und dann von links, wo halt auch ein Fußweg ist, Fahrradweg ist, dann halt einfach im Fußweg den Fahrradfahrer entgegenpimmelt, weil er sagt, so kann ich ja die rote Ampel umgehen. Das sind halt auch die Leute, die glauben, wenn ich nicht direkt unter einer roten Ampel vorbeifahre, sondern rechts von einer roten Ampel, dann betrifft sie nicht, mich nicht mehr. Ich glaube, also solche und viele andere Probleme mit Radfahrern, denen wäre einfach geholfen, wenn die Radfahrer in solchen Fällen einfach absteigen und zu Fußgängern werden. Und also das, was dann, halt auch rechtens ist. Und das löst halt einfach viel Stress auf. Und ich verstehe es auch bei Radfahrern, dass du halt nicht auf der Strahlauer Allee Ecke Markgrafendamm auf der Straße abbiegen möchtest. Ja. Also klar, aber dann steigst du halt kurz ab. Ja. Schiebst es einmal, schiebst es ein zweites Mal und dann kannst du wieder auf dem Radweg auffahren. Ich verstehe halt auch, dass das, weiß nicht, Mütter oder Väter, ich sehe halt meist Mütter, wo das Kind dann halt vorne dran geknotet ist und oder hinten dran geknotet, vorne ist noch ein Korb, wo ein Gewicht drin ist, dass es natürlich beim Fahren eine viel höhere Spur- und Fahrsicherheit hat, als wenn ich jetzt kurz anhalte und diese Belastung halt quasi mit Kraft ausgleiche und das schiebe. Das ist halt alles viel aufwendiger und richtig sicher führen kann ich halt ein Kind hinten Gewicht und vorne halt noch irgendwie Gepäck, nicht wenn ich halt daneben das Fahrrad schiebe. Das ist halt auch beim Moped, wenn ich es schiebe, ist es halt tausendmal komplizierter, als wenn ich einfach drauf sitze und es rollt 20. Aber trotzdem ist es halt, aber das hebt ja nicht dann halt irgendwie das Gesetz auf, wenn du sagst, aber das wäre jetzt voll anstrengend. Ja, aber das ist für alle besser und sich auch für dich. Ja. Also ich möchte nicht wissen, also wie jetzt fehlt mir das Wort. Wenn du hast ja Verantwortung, wie unverantwortungsbewusst. Verantwortungslos. Unverantwortungsbewusst. Gott, was ist denn los heute? Wie verantwortungslos man halt handelt, wenn man mit Kind solche Scheiße macht. Also alleine schon von wegen, okay, cool, pimmel ich mich durch und bin halt selber der eigen ignorante Pimmel, aber halt mit Kindern oder mit Kindern das Vorleben. Also klar, wie sollen denn Kinder, die halt 8, 9, 10, 11 sind, wenn die Eltern mit denen auf dem Fußweg die ganze Zeit fahren, dann irgendwann sagen, oh, das ist wohl falsch, wenn mein Vater es immer macht. So. Also da gibt es ja halt auch... Ja, natürlich. Ich meine, wie lange hat man Verkehrsunterricht in der Schule? Gottes zwei Willen. Monate oder so höchstens mal so nebenbei. So lange hatte ich das nicht. Ich glaube, wir haben da halt irgendwie eine Woche, waren so eine oder Themenwoche darüber geredet in der vierten. Da gab es ein paar pauschale Blätter, da hast du halt mit Kreide und irgendwie... Und dann geht es zur Verkehrsschule Hakenfelde. Ja, bei uns war es, glaube ich, noch, da kam dann der Polizist halt zur Schule und wir haben dann wild mal halt irgendwas gemalt, wo meinte, mach mal ein bisschen breiter da müssen. Und da sind wir halt einmal im Kreis gefahren. Meint, jetzt müsste man, alle kichern, alle haben es halt wie nicht kapiert. Und es gibt halt keinen Führerschein als Fahrradfahrer. Wir hatten tatsächlich so eine Verkehrsschule bei uns im Bezirk. Also richtig? Genau, man konnte auch nach der Schule hin und die Radfahrer hatten halt so Radwege da und dann das Geilste war natürlich, dann als Autofahrer in so einem Catcar unterwegs zu sein. Okay. Und dann strampelt man da. So ich quasi auf dem Mobike. Ja genau, also es gab auch glaube ich ein paar Polizei-Catcars, die dann auch mal zur Überwachung also das war ein richtig lustiger Test. Ja, aber hast du da irgendwas gelernt oder hast du einfach nur Spaß gehabt? Nee. Ja, das natürlich habe ich nichts gelernt. Also wie gesagt, wir waren auch alle versessen darauf, die Autos zu sein. Also das Einzige, was ich gelernt habe, praktisch gelernt, draußen und blabla, guck mal, wie es geht, ist wirklich in der vierten Klasse Ampel. Und ich gesagt, das ist eigentlich relativ leicht, aber da ging es halt echt darum, dass die Kinder dann halt auch bei Grün nochmal schauen sollen, weil wenn da was kommt, haben die ja jetzt nicht diese Reaktion. Ja, eine rote Ampel ist keine Wand. Genau. Oh, nice. Hier haben sie es zuerst gelernt, aber es wird Präsident Trump nicht davon abhalten, lauter rote Ampeln an der mexikanischen Grenze. Das an der, wenn man verhindern will, das könnte die Schweiz mal erwägen, wenn die verhindern wollen, dass deutsche Einwanderer in die Schweiz kommen, einfach rote Ampeln hinstellen und sich darauf verlassen, dass die Deutschen einfach stehen bleiben. Nicht schlecht. Ja, also weiß ich nicht. Ich meine, wir haben hier halt auch sehr viel internationale Touristen oder sehr viel internationale Gäste oder sowas. Der internationale Tourismus ist und bleibt eine Gefahr für die Stadt. Ja, müssen wir aber eine gemeinsame Lösung finden. Nee, ich meine, aber da hast du ja auch das Gefühl, da gibt es halt auch kein Wissen über, also von wegen, wenn man Fahrrad hat, dann fährst du halt überall. Ja. Und wenn ich die Wende hochfahren könnte, dann würde ich das machen. Ist ja nicht verboten. Nee, also so kommst du halt manchmal vor. Geil fand ich irgendwie, am 2. Mai war ich auf der Halbinsel spazieren und da war dann halt irgendwie wie einer so, sah halt so aus, ich weiß natürlich nicht, weil sich nicht unterhalten, aber sah halt so ein bisschen klassisch aus wie diese Krawalltouristen, die dann halt irgendwie zum 1. Mai kamen und der ist halt auf irgendeinem Rennrad in Lederjacke halt gefahren und hat sich dann irgendwie auf dem halben Weg hat er sich einen Integralhelm aufgesetzt und war dann komplett quasi vermummt und das habe ich gedacht, das sah schon sehr lustig aus. Nice. Ist natürlich ein bisschen sicherer als dann halt einfach nur ein Fahrradhelm, so vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber generell
habe ich gedacht, das wäre auch mal eine Folge, wenn halt alle mit einem Integralhelm rumfahren dürfen. Du müsstest mal mit Motorradklappen auf dem Fahrrad, aber da kannst du dich, glaube ich, gar nicht bewegen. Bist ich glaube, da schwitzt du dich auch tot. Ja. Ja. Wir nähern uns auch der 1-Stunden-Marke hier. Das ist, man nennt uns ja auch die Tour de France unter den Podcasts. Wir haben auch unsere grünen und rot gepunkteten Trikots an. Für den. Da gibt es nicht immer das Rosane für den Etappensieger? Ist das nicht? Oder ist das das Gelbe? Das Gelbe ist der Gesamtführende. Okay, ich dachte, Rosa wäre der Tagessieger. Das Grüne ist der Führende in der Sprintwertung. Das Rot, das Weiß mit den roten Punkten ist die Bergwertung. Aber das Rosane weiß ich nicht. Es könnte der Tagessieger sein, ja. Ja. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich nicht so häufig getragen, weil der. Oder das Mädchen. Tagessieger häufig auch das gelbe Trikot trägt, weil er noch vorne in der Gesamtwertung ist. Übrigens, es gibt noch immer lustige Bilder, wenn Fahrrad, wenn so. Radprofis dann mal gedacht, nee, oder der Ausstatter gedacht, nee, die können doch mal weiße Radlerhosen tragen oder rote. Da sieht man ziemlich deutlich, was sich so abzeichnet. Lörres! Den alten Dickprint. Ja. Ja, wenn ihr uns Bilder von euren Fragen schicken wollt, nice. Dann schickt ihr doch auf Twitter an @fürnüssepod. Oder als E-Mail fürnüsse@gmail.com. Ihr findet uns auch auf einer Website, die heißt fürnüssepod.com. Oder ihr findet uns bei YouTube Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder eine Frage als Kommentar da reinklatschen. Genau, oder bei iTunes oder Podcast Addict als Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Und wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwo bewertet mit einem Daumen hoch oder 5 Sternen Deluxe und einem Kommentar. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ja. Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal, es ist ja echt nicht, dass ich damit sagen will, dass ihr alle Kacke seid. Manche verhalten sich halt scheiße, aber wenn wir halt alle ein bisschen aufeinander Acht geben, dann wäre es halt echt entspannter. Also ich reg mich ja auch nur auf, weil ich immer das Gefühl habe. Ich reg mich ja auch schon ein bisschen auf, weil. Ach, ich kann mich konzentrieren. Weil ich soll. Ich kann nicht denken, wenn er singt. Oh Gott, ich blute schon wieder aus dem Ohr. Ich reg mich auch nur auf, wenn ich leicht oder vermeintlich in Gefahr gerate durch das Scheißverhalten. Zu Recht auch, wenn ich Scheiße mache, ja. Aber vielleicht ist es jetzt aus meinem System oder mehr aus meinem System. Ja, das ist einfach gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, sonst noch irgendwas, irgendwelche abschließenden Worte? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr jetzt erst zum Wochenende es hört. Wenn ihr am Montag es hört, wünsche ich euch eine schöne Woche und macht mal einen Fleischsalat. Ja.